Willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich bin der Yolum und hier unterwegs mit Sheena Tiger. Wir sind eben winken kann. Genau. Wir sind eben mit diesem Taxi gefahren und hier angekommen in dem neuen Gebiet. Nach den ganzen Hochzeitsfeierlichkeiten dürstet uns wieder nach Blut. Dir dürstet es nach Blut. Du weißt doch, ich bin ganz friedlicher. Die anderen wollen bloß immer Blut sehen. Ganz bestimmt. Hallo, ich gebe den meisten eine Chance. Nee. Doch. Und ich gebe ihnen eine Chance und meistens sagen sie, nö. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder, da brauchen wir nichts, das ist nur die Helden-2-Mission, die wir schon gemacht haben. Projekt Schmier, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wir haben schon zwei gemacht. Also wir müssen jetzt noch für diese wöchentliche Mission noch Reinigung der Korrumpierten und Felsenschlucker machen. Das hier ist, da stand irgendwas von wegen in den Albtraum landen, also das muss neu sein. Was? Oh, Projekt Chimäre. Oh, okay. Du hast recht. Ich habe Unrecht. Ist zwar noch was anderes angezeigt, also ja, das ist das. Ja, das ist was Neues, Und da sehe ich irgendwo, vermutlich hier ein Gebäude. Ja. Wo man den Eingang findet. Da steht er. Oder sie. Er. Dr. Ja. S. Lem, man kaut doch nicht auf. Muss ich das Schockhalsband herausholen? Bitte entschuldigt meinen Wutanfall. Unser Lem hier ist zu weit in die Albtraumlande vorgedrungen und ist komplett durchgedreht. Jetzt hilft er mir, meinen neuen Impfstoff zu verbessern. Ein beachtliches Exemplar, aber schwer zu ertragen. Was ist das für ein Impfstoff, an dem ihr arbeitet? Nur eine kleine Schutzimpfung, die ich zusammengebraut habe. Klinische Tests des Impfstoffs waren vielversprechend. Mein Serum verhindert die degenerative Wirkung der Albtraumlande und verbessert die Schmerztoleranz. Na, Schmerz, Schmerz! Ah. Meiner Formel fehlt jetzt nur noch der Katalysator. Der Saft eines sehr seltenen Baums in den Albtraumlanden. Leider gilt der Saft bei den einheimischen Raids als Delikatesse. Sie spülen damit die ganzen Truppen runter, die sie gefressen haben. Ihr schickt imperiale Soldaten in den Tod für was? Saft? Also so ausgedrückt klingt es schon etwas trivial. Aber denkt mal an das große Ganze. Mit meinem Impfstoff können wir die Republik überbieten und in den Albtraumlanden endlich Fuß fassen. Wir müssen diesen Saft bekommen. Bringt ihn mir und ich gebe euch eine Probe aus der ersten Charge des fertigen Serums. Das wäre dann besiegelt. Eine Sache noch. Der ständige Genuss des korrumpierten Safts hat die Raids verändert, mutiert zu etwas noch Schlimmerem. Sie stellen eine permanente Bedrohung für unsere Unternehmungen dar. Wenn ihr sie dezimieren könntet, würde man euch sicher dafür entschädigen. Riecht nach Bonusmission. Warum muss ich jetzt an Spaceballs denken? Keine Ahnung. Joghurt? Wie bitte? Joghurt? Joghurt? Ach, Joghurt, ja, mit Joghurt. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ja, sieht nicht gut aus. Kili Kalia Kuka. Chikospa ini gudad iji gliska chanagawa. Chaskruni dopat kurira dokanki kung. Wieso ausgerechnet ich? Piti do tenyago kaka jujo, da biska ku paliya, kuchusa yomata chitoya, nam kanoya choski nawi. Es tut mir aufrichtig leid. Se gota do muti kihasa da punyo, lies di woto. Du hättest ein Serum brauchen können vielleicht. Ja, vielleicht. Oh, wir müssen das Blöde mit so einem Impfstoff ist, man muss ihn vorher benutzen. Diese Richtung. Oh, was haben wir hier oben? Das ist, glaube ich, ja, das ist bloß ein Übergang. Wir müssen noch den Berg hinauf. Den übersieht man gerne. Wie, was, Berg? Berg, zurück zu den Häusern. Eine Nebenstraße nach oben für die Planetenquest. Den übersieht man sehr, sehr gerne.
Ich sehe hier keinen Berg. Gut, das wird sich ändern. Siehst du ihn jetzt? Hier ist bloß ein sehr steiler Weg, einen sehr steilen Hügel hinauf. Ja, dann nenn ihn Hügel, aber... Ja. Ja. Gib mir eine Schaufel und dann trage ich ihn ab. Serevin hält sich für besonders schlau und täuscht Interesse an den Geheimnissen des dunklen Herzens vor. Er weiß die Genialität meiner Arbeit nicht zu schätzen. Wie komplex doch die dunklen Mächte sind. Ich leiste die wichtigste Arbeit auf Voss. Wer im Namen des Imperators seid ihr? Darth Serevin hat mich zu euch geschickt. Ja, ich schätze, dass er hier nicht persönlich seinen kostbaren Kragen riskieren wollte. Ihr solltet nicht hier sein. Die dunkle Macht an diesem Ort wird euren Verstand in 1000 Teile zerschmettern. Ich muss jeden Tag mehrere Stunden lang meditieren, damit mein Verstand intakt bleibt. Diese Stunden könntet ihr zweifelsohne besser nutzen. Ich werde mir die Macht hier zunutze machen und damit die Galaxis in die Knie zwingen für den Imperator. Dann werde ich... Wer seid ihr? Was wollt ihr? Klarer Fall. Völlig wahnsinnig. Warte. Ich spreche aus Erfahrung. Ich erinnere mich. Ja. Ihr könnt bei meiner Forschung helfen. Ich werde euch in das dunkle Herz schicken. Ja. Diesen Splitter habe ich aus dem Bauch des dunklen Herzens gezogen. Der Wahnsinn ruft danach. Es gibt zwei Wege, euren Verstand zu schützen. Tragt ihn bei euch, während ihr einen Pfad der Verwüstung durch die Bewohner der Albtraumlande schlagt. Ich hoffe, das geht auch noch etwas genauer. Der Hass und die Pein eurer Opfer wird den Splitter aufladen. Dann müsst ihr die Energie des Splitters auf einen Vorantikus bündeln. Der Vorantikus wird den Wahnsinn verkörpern. Wenn ihr ihn tötet, werdet ihr diesen Teil der dunklen Macht beherrschen können. Wie lautet der zweite Weg? In den Albtraumlanden gibt es Schreine, von Jedi errichtet. Dort könnt ihr den Wahnsinn aus dem Splitter herauslocken und zerstören. Eine weniger elegante Lösung, sollte aber funktionieren. Also, wollt ihr Bestien abschlachten oder die Schreine suchen? Ich versuche mein Glück bei den Jedi-Ruinen. Einverstanden. Ihr liefert bestimmt auch dort ein paar Daten. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr fertig seid. Ich sorge dafür, dass das Schutzritual abgeschlossen ist. Was lachst du da so? Das war eben so, nöt, nöt. Nee, das hat man gehört? Das hat man gehört, ja. Ich habe das Auto kaum mitbekommen da draußen. Die Hupe war unüberhörbar. Wo fangen wir denn mal an? Ja, mir scheint... Discord ist eventuell etwas empfindlicher eingestellt als OBS. Das scheint ein bisschen mehr anzukommen. Ich würde sagen, nach Westen sieht irgendwie näher aus. Jo. Mit mehr zu erledigen. Ja, Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Muss man dem Weg folgen? Nicht zwingend. Das müssen wir nicht machen. Artefakte besorgen. Naja. Reinige den Splitter. Das, wo du da so schön friedlich sein wolltest. Wo fährst du denn hin? Zu dem kreisenden Ding hier. Ach so. Ich war auf dem Weg Richtung Lila, aber ich werde mal kurz dann das umdrehen und zu dir kommen. Sichtweite. Ja, aber ich muss einen gewissen Weg nochmal dann zurück. Dann schnetzel ich jetzt schon mal ein bisschen. Ja, ich bin nicht weit hinter dir, keine Sorge. Kein Grund zur Sorge. Das hat mir mein Gefährte jetzt auch gesagt, dass ich keinen Grund zur Sorge haben soll.
Ja, dann hab. Dann hab doch einfach keinen Grund zur Sorge. Jo, ein okay. Artefakt. Davon brauchen wir jetzt 8. Oh, kann nicht lange dauern. Nö, überhaupt nicht. Gut, dass sie so viel spawnen. Hallo, das waren doch immerhin schon 5 Stück, ja? 5? Also 5 von den Gormax. Ja, aber wir brauchen 8 Artefakte. Ja, 5 Gormax-Krieger für ein Artefakt ist doch ein guter Schnitt. Oder etwa nicht? Ja, nicht so. Wer hat denn überhaupt die Artefakte? Die Plünderer hier scheinen die nichts zu haben. Das wäre nicht widersinnig. Können wir zum Schiff zurück und reden? Wenn es euch passt, meine ich. Okay, Plünderer steht scheinen... nichts Besonderes bei. Ja, schön. Jetzt haben wir hier alles weggeschnetzelt und das ist euch auch nur dieser kleine Bereich hier. Wieso? Hier oben sind auch noch welche. Hier oben. Aber die sind nicht mehr im Bereich. Für die Artefakte. Der wird mir als verrückt. Gültiges Ziel angezeigt. Aber wenn du dir den Bereich anguckst, dann ist der eigentlich nicht mehr mit drin. Ist mir egal. Seltsam hier alles, sehr seltsam. Aber jetzt sind alle weg. Von Hilfe. Wir können ja mal reingehen. Ja, danach sind die eh wieder da. Also, als ich das mit der Maus über das Quest gegangen bin, wurde mir auch der Innenbereich angezeigt. Ah, das würde dann einiges erklären. Also der Eingang von der Fluben. Das würde einiges erklären. Ach, von weiter weg sah es auch grünlich schimmernd aus, aber das ist es ja gar nicht. Ja, dann kriegen wir hier sicherlich... Ah, doch, der hat alles erklärt. Also die dritte kann man auch rumliegende Eier sammeln. Ach, dann ist das ja easy. Da liegen noch mal zwei. Guck mal hier die Zweier. Gut. Mal sehen, wie das hier ankommt. Fünf. Sechs. Hier liegen auch noch zwei und dann haben wir es ja schon. Sieben. Du meinst bestimmt den da vorne jetzt geradeaus. Genau. Ist hier drin noch was zu tun? Nö, das war's schon. Nö. Ging doch schnell, was du dich beschwerst. Ja. Alle gut. Ich hatte erst gedacht, das wäre nur dieser kleine Bereich. Dann wär's. Ja, dann hätten wir sicherlich etwas länger gebraucht. Aber hätten wir vermutlich 2 Folgen mit voll machen können, mit Warten und. Genau, spannend. Aber so geht's jetzt weiter nach. Da. Worauf wartest du? Wegfindungsschwierigkeiten. Ja, es wäre einfacher gegangen, hättest du Monster abgeschnetzelt. Monster? Wieso? Na, du wolltest ja unbedingt zu irgendwelchen komischen Ruinen. Ja. Bisschen Zeit ziehen. Monster killen hätte es auch gebracht. Du hast ja vorhin gesagt, dich dürstet es nicht nach Blut. Also habe ich gedacht, gehe ich auf deine Wünsche ein und... Ne? Hallo, wir reden hier von Monstrositäten. Ja und? Bluten die nicht? Nicht von kulturschaffenden Zweibeinern. Oh, ist das? Nein, das ist nix. Das muss man schon aus dem richtigen Blickwinkel betrachten. Ach, das kleine Kistchen hier. Ah,
Hat er für dich auch gezählt? Nö, glaube nicht. Cool, das ist ein großer Boss. Toll, und jetzt kann ich den hier nicht benutzen. Titus der Zerstörer. Schaffen wir. Meinst du ja? Ja, zur Not haben wir ja noch. Warte mal, den hier nochmal eben für alle und dann. Bleibst du stehen, Großer? So viel dazu. Also man kann das Ganze auch ein bisschen beschleunigen, indem man jetzt auch hier Vermächtnis anmacht. So. Flammenwerfer. Der hält schon ein bisschen mehr aus. Steine schmeißen. Ja, man hat sogar tatsächlich ein bisschen Schaden. Einmal zwischen die Beine treten. Du machst ja Sachen. Was haben wir hier noch? Ach ja, macht wir. Und schon sieht das ganz gut aus. Zu der zweiten Runde von den Vermächtnisfähigkeiten komme ich gar nicht mehr. Nee. Ja, war doch gut. Ja, viel Ball hat er nicht gehabt. Nö. Nee. Und das, was er dabei hatte, war Mist. Wieso wird mir das hier noch angezeigt? Weil ich es noch nicht habe. Denke ich. Warte. Achso, du kannst da noch was machen. Dann brauchen wir also alle drei, ja? Ja, wir brauchen alle drei. Ja, ja. Jeder muss jedes scannen. Oder vor jedem meditieren. Ich weiß nicht, was du vorher, was du davor machst. Auch meditieren. Verrückt. In einem gesunden Rot. Dabei hast du doch überhaupt keine Machtfähigkeiten. Ja, ich wollte auch was Vernünftiges machen, aber nein. Du warst das jetzt hier. Zum letzten. Oh, ich habe eine Bonusmission freigeschaltet. Was machst du denn? Einheimische Wildtiere. Besiege die Wuranteki. 1 von 12. Besiege die Cryfangs. 0 von 18. Und wir sollen das Böse hervorholen. Ja, bin auf dem Weg. Bist du bereit für das Böse? Ich bin das Böse. Ich muss nicht dafür bereit sein. Du kleiner grüner Gnom. Ey, wer ist von uns beiden der Größere? Du wahrscheinlich. Aber auf die Größe kommst du nicht an, das weißt du doch. Ja, das behaupten sie alle. Das war's schon? Ja, sieht so aus. Machen wir noch die Bonusmission? Ich habe keine Bonusmission. Dann töte ein Geschöpf, dann hast du auch die Bonusmission. Jetzt habe ich eine Bonusmission. Ja, siehste. Und ich habe jetzt schon einen Urantik mehr. Hier sind nochmal zwei von den kleinen. Also es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir so zusammen irgendwo kämpfen, damit es auch für jeden zählt. Ja, warum meinst du mal eine andere Richtung? Das weiß ich auch nicht, warum du mal eine andere Richtung läufst. Wo bist du denn ganz hingelaufen? Ich dachte, ich mache schon so langsam auf dem Rückweg. So, ich dachte, wir machen jetzt hier noch schönen Bonusmissionen. Ja, können wir noch unterwegs machen. Ja, können wir machen. Aber wie gesagt, besser zusammen, weil sonst wird's vielleicht schwierig mit der Anzahl. Ach, das kriegen wir schon für jeden. Kann ich mich das schon importen? Nein, noch nicht. Jetzt. So, ich bin jetzt bei 3 und 4. Ich bin bei 2 und 2.
zum Schiff zurück und reden? Wiederwollen. Wenn es euch passt, meine ich. Ja, du rennst mal in so eine komische Richtung. Erst habe ich gedacht, gehe ich zu den Gegnern, die ich sehe. Dann hast du gesagt, du willst zurück. Dann gehe ich jetzt Richtung zurück. Das ist auch wieder falsch. Was hast du die denn noch hergefunden? Ich habe sie gesehen. Genauso wie ich den da sehe. Bei 3 und 6. Also ich zumindest. Ich weiß, du bist weiter. 4 und 8. Na, das lohnt sich doch mal hier. 4 Stück auf einem Haufen. Und du wolltest die da oben zerlegen, wo sie so selten sind. Wir sind ja gleich da. Bin mich nicht enttäuscht. Ich war die beste Duellantin in meiner Klasse. So, Cryfangs habe ich schon mal fertig. Mir fehlt noch einer. Da vorne gibt's Uranteki und. Dahinter sind zwei Cryfangs. Ja. Kuss ist die Einzahl. So, dann fehlen hier noch 7 von den Uranteki. Uranteki ist Mehrzahl. Mir fehlt noch eine. Oh, das ist ein Schrecken. Zählt er auch? Keine Ahnung. Der ist golden. Ich weiß nicht, wo du hingerannt bist. Ich bin in der Umgebung geblieben. Doch, der zählt auch. Oh, bei mir hat er nicht gezählt. Ach, der da. Dann laufe ich dir jetzt einfach hinterher. Ich meine, wenn wir es nicht hinkriegen, ist ja auch nicht so schlimm, weil bringt ja im Endeffekt nicht viel. Doch, Kommandopunkte. Ach ja, du kriegst ja Kommandopunkte. Die übrigens was. Die bringen ja auch so viel. Darf man jetzt noch 5 Stück suchen? 4 Stück suchen? Wir können ja sonst uns auf den Weg zurück machen und da vorne steht auch noch einer. Und wenn wir dann noch welche finden, dann hauen wir sie um und wenn nicht, dann halt nicht. Mal sehen, wie das hier ankommt. 3. Ja, 4. Wo müssen wir eigentlich von wegen zurück? Hier, wir sind schon da. Du kuschelst wieder. Ja. Aber jetzt nochmal 3 suchen ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der Bringer. Hat man mit dem schon gesprochen? Nö. Ich glaube, die Quest war vorher nicht angezeigt. Hm. Euer Schüler sagte mir, dass ihr diese Artefakte haben wollt. So. Welcher Schüler? Ach, habt ihr etwa Solrak gesehen? Lebendig? Ich hätte nicht gedacht, dass er auch nur eine Sekunde in den Albtraumlanden überlebt. Geschweige denn, dass er jemanden eures Ansehens überredet, ihm zu helfen. Vielleicht habe ich den jämmerlichen Kerl doch unterschätzt. Schön, von mir aus. Ich bin gespannt, ob er es schafft, aus den Albtraumlanden zurückzukehren. Danke für die Artefakte.
Der ist doch 5 Meter vor der Basis. Ja, eben. Mussten wir nicht irgendwas noch abgeben? Wir müssen nochmal hoch und... Was, schon wieder hoch? Wir müssen wieder hoch auf den Berg, ja, ja. Ich mag den Hügel nicht. Ich auch nicht. Wo läufst du denn hin? Zum Hügel. Ich bin fertig. Ich habe den Splitter bei den Schreinen gereinigt. Das habt ihr? Das wirft all meine Berechnungen über den Haufen. Na gut. Dann zeigt mir jetzt den Splitter. Gut. Gut. Vollständig gereinigt. Ich werde diesen Test als erfolgreich verbuchen. Ihr wusstet nicht, ob das funktionieren würde? Ohne Risiko kann man nichts erreichen. Nun, werdet ihr euch in das dunkle Herz wagen? Sirwin hat euch hierher geschickt, nicht wahr? Ja, ich bin sicher, das hat er. Nun gut. Ihr seid ein ungewöhnliches Exemplar. Ich weiß nicht, was daraus resultieren wird. Die bestgehüteten Geheimnisse des dunklen Herzens liegen in den trostlosen Gängen. Was immer ihr sucht, es ist wahrscheinlich dort. Okay. So, ich hoffe, wir müssen nicht nochmal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.